Sieht aus wie ein Käfer, ist aber ein Krebs. Trägt ihre Kinder in einem Hautbeutel, ist aber kein Känguru. Hat Kiemen, ist aber kein Fisch. Und hat es als einzige ihrer Art geschafft, auch an Land zu leben und das schon seit 50 Millionen Jahren und auf allen Kontinenten. Und bei uns im Garten. Bei mir geht es immer um den Garten und heute geht es um 4 Gartenhelfer, die uns und im Garten helfen. Das 50 Millionen Jahre alte Krebstier, das kein Käfer ist, seine Kinder in einem Hautbeutel trägt und noch Kiemen hat und bei uns im Garten lebt, ist die Assel. Mit ihrem Panzer sehen sie tatsächlich noch sehr prähistorisch aus und die Asseln atmen tatsächlich zum Teil noch mit Kiemen. Und halten sich deshalb dort auf, wo es feucht ist. Unter Holz, Steinen, Laubbrettern, Blumentöpfen, Mulch oder auch gerne in feuchten Kellern. Die im Garten lebenden Mauerasseln werden bis zu 4 Jahre alt. Sie leben in der oberen Bodenzone und zersetzen organisches Material. Das macht sie wie die Regenwürmer auch zu so wichtigen Humusbildern für den Boden. Über 8000 Asselarten gibt es weltweit und sie leben auch noch in der Tiefsee, am Strand, in Teichen, Flüssen und sogar in Halbwüsten. Die größte in der Tiefsee lebende Assel wird übrigens bis zu 35 cm groß. Fressfeinde der bei uns im Garten lebenden Asseln sind Kröten, Igel, Vögel und Spinnen, aber die Asseln fressen wiederum auch deren Eier. Im Garten ansiedeln muss man Asseln nicht, sie sind schon da. Aber sie mögen Komposthaufen, Totholz, Mulch, Moos, Laub als Nahrungsquelle und als Versteck. Ameisen. Die kleinen Gartenhelfer, die man den ganzen Tag herumwuseln sieht, sind wichtig für ein funktionierendes Ökosystem, auch im Garten. Auch sie helfen, organisches Material zu zersetzen, vertilgen Schädlinge wie Raupen und tote Tiere, die als Nahrung in den Bau geschleppt werden und schaffen es, in einem Jahr mehrere Tonnen Erde umzuschichten. Sie sammeln Pflanzensamen als Nahrung und helfen so indirekt bei der Aussaat und Verbreitung von Pflanzen. Ameisen sind dabei perfekt organisiert. Das geht sogar so weit, dass Stauforscher Ameisen als Vorbild nehmen, um den Verkehr auf den Straßen zu verbessern. Denn auf Ameisenwegen gibt es keine Staus. Die Ameisen regeln das über Kommunikation, Duftstoffe und sie sind weniger egoistisch und denken eher an das große Ganze und die Gemeinschaft als an das eigene Vorankommen. Unten ist zur Stauforschung mit Ameisen auch ein Link. Etwa 110 Ameisenarten leben in Deutschland und die Hälfte davon steht auf der roten Liste der bedrohten Arten. Sie alle bauen Ameisenhaufen, die bis zu 2 Meter in die Tiefe reichen können. Ameisen lockern mit ihren Tunneln und Gängen so den Boden. Ameisen haben einen ausgezeichneten Geruchssinn und sollten sie im Garten doch einmal lästig werden, kann man sie ganz ohne Gift mit stark duftenden Pflanzen vertreiben oder mit der Tontopfmethode umsiedeln. Dazu einfach einen Tontopf etwas anfeuchten, mit Stroh oder ähnlichem Material füllen und mit der Öffnung nach unten auf das Nest oder die Ameisenstraße stellen. Die Ameisen werden ihr Nest hineinbauen und nach 2 bis 3 Tagen kann man den Topf samt Ameisenstaat an einem anderen Platz ansiedeln. Unten ist auch dazu ein Link. Ameisen muss man nicht extra in den Garten locken, sie kommen von selbst oder sind schon längst da. Aber sie mögen alles Süße, zum Beispiel reifes Obst, Blüten mit Nektar, Bäume, Moos, abwechslungsreiche Gärten und ohne Gift. Wespen. Man kann sie gut auf Kuchen, Limoflaschen oder auf Fleischstücken beobachten und so gut von Bienen unterscheiden, wenn man im Sommer draußen etwas isst oder trinkt. Vorher fallen einem Wespen nicht groß auf, denn sie sind mit anderen Dingen wie dem Nestbau beschäftigt. Die Hornisse gehört übrigens auch zu den Wespen und ist die größte der in Mitteleuropa 11 heimischen echten Wespenarten und davon sind nur 2 Arten wirklich lästig am Fleisch- und Kuchenbuffet auf der Terrasse. Nämlich die deutsche Wespe und die gemeine Wespe.
Wespen ernähren ihre jungen Larven mit Insekten mit eiweißreicher Nahrung. Der Grillteller im Garten als leichte Beute kommt da gerade recht. Erst die erwachsenen Wespen steigen um auf Süßes wie Blütennektar, reifes Obst oder eben das Kuchenbuffet, Eis oder süße Getränke. Obwohl Wespen unter Naturschutz stehen, werden sie jeden Sommer haufenweise erschlagen und ertrinken jämmerlich in Wespenfallen. Dabei stehen sie unter Naturschutz und auf das Fangen, Verletzen oder Töten gibt es Bußgelder bis zu 50.000 Euro. Unten ist der Wespen-Bußgeldkatalog auch verlinkt. Eigentlich geht auch überhaupt keine Gefahr von den Wespen aus, solange man nicht wild herumfuchtelt, was sie als Angriff betrachten, und Getränke und Speisen im Freien einfach abdeckt. Vielleicht kann man Wespen ja auch während der kritischen Sommermonate besser tolerieren, wenn man weiß, dass sie mit dem Fleisch, das sie uns stibitzen, ihre Jungen füttern und außerdem noch kiloweise Schnaken und Fruchtfliegen vertilgen, die uns deutlich mehr peinigen als die Wespen uns. Wespen sterben übrigens im Herbst und nur die Königin überlebt. Wer nun feststellt oder längst weiß, dass Wespen genauso wichtig für das ökologische Gleichgewicht wie Bienen und all die anderen Insekten sind und sie gezielt im eigenen Garten unterstützen möchte, unten sind dazu zwei interessante Links. Schlupfwespen. Sie sind die Aliens unter den Insekten. Aber anders als im gleichnamigen Film sind sie nützliche Insekten, die nicht nur im Garten, Gewächshaus oder im Wintergarten helfen und dort Schädlinge bekämpfen, man kann sie auch im Haus einsetzen, um zum Beispiel mit ihnen eine Lebensmittel- oder Kleidermottenplage zu beenden. Schlupfwespen kann man für gezielte Einsätze kaufen, so ähnlich wie man einen Killer engagiert. Sie werden gezüchtet, um zur biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt zu werden. Schlupfwespen legen mit ihrem langen Legestachel Eier in die Körper ihrer Opfer, die zuvor mit Gift gelähmt wurden. Schlüpfen die Larven der Schlupfwespe aus den Eiern, wird das Opfer von innen aufgefressen. Hört sich an wie aus einem Horrorfilm, aber Schlupfwespen sind sehr nützliche Schädlingsbekämpfer. Ungefähr 3600 Schlupfwespenarten sind in Deutschland bekannt. Und je nach Art können sie bis zu 5 cm groß werden oder nicht mal einen Millimeter und nur mit einer Lupe erkennbar. Meist haben sie sich auf ein Wirtstier spezialisiert, zum Beispiel Falter, Käfer, Motten, Spinnen, Trauermücken, Wespen, Plattläuse, Schildläuse, den Eichenprozessionsspinner oder auch Fliegen. Für Menschen und Tiere sind sie völlig unschädlich. Die großen Schlupfwespenarten ernähren sich, nachdem sie aus dem Insekt geschlüpft sind, von Nektar, Pollen und Honigtau und an ihrer wespenähnlichen Gestalt und an dem langen Legebohrer erkennt man sie auch gut. Wer sie in den Garten locken will, sie mögen einen naturnahen Garten, Hecken, Sträucher, Gräser, Totholz, blühende Pflanzen, ganz besonders Doldenblütler, wie zum Beispiel wilde Möhre oder Schafgarbe. Das waren 4 Gartenhelfer, die das Gärtnern einfacher machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal bei Gewi Garten. Tschüss!